that is one of the reasons why I'm definitely ready to retire. Ist einfach nur, in dem Moment habe ich an die Klappe hier unten gedacht. Ja. Und Hast du gedacht, wofür ist die? nee, ich habe mich erinnert an unseren ersten Dreh und viele Ideen, die wir hatten und so weiter. Ja. Die Leichtigkeit des Lebens zuzulassen, das bringt auf jeden Fall Erleichterung. Ich glaube, ich kenne keinen Athleten, der sich so abartig in die Pflicht nehmen kann und auf ein Ziel committen kann. Genau. Und auf der anderen Seite ist eben jemand, der ist so weicher, herzlicher Mensch und der wirklich zwischen diesen beiden Extrempolen ja, hin und her schwankt. Und dass er wahrscheinlich das krasseste Wettkampfbiest auf Erden ist. Und das aber mit einer ganz wunderbar schönen Seele. Also das, was sich für mich schon geändert hat, du redest dir als Profiathlet natürlich irgendwie auch ein, dass dein Glück davon abhängt, wie gut du jetzt in irgendeinem Rennen abschneidest und performst. Ja. Das ist vielleicht erstmal gar nicht so, aber du redest dir das immer weiter ein, weil es eben dich in die Lage versetzt, halt Scheiße auszuhalten, ja, im Training und so weiter. Halt auch mal Sachen zu machen, die dir eben keinen Spaß machen, weil das das Streben nach Glück ist, ja. Und ich glaube, was sich bei mir da schon weiterentwickelt hat, das merke ich, dass mein Glück oder ob ich glücklich sein kann oder nicht, jetzt nicht in dem Maße mehr abhängt von irgendeinem sportlichen Erfolg. Egal, was es jetzt auch in Zukunft oder so wäre. Ich merke einfach, dass ich mich ein Stückchen weit davon gelöst habe und lösen konnte. Und was damit einhergeht, ist auch nicht nur das persönliche Empfinden bei einem Erfolg, sondern auch das, was von Außenwahrnehmung da ist. Also ich will nicht sagen, es ist mir egal, aber es ist einfach, ich merke, dass für mich früher auch wichtig war, den Zuspruch von außen zu haben und halt den Respekt für die sportliche Leistung zu bekommen. Und ich merke halt, okay, der Respekt, der ist so oder so da, ja, der ist aber nicht nur wegen der sportlichen Leistung da. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Prozess, den ich bei mir auch festgestellt habe. Ja.
Maul gelegt. Na. Ja, schlimm. Nee, nicht so arg, aber halt auf die linke Seite, auf die Schulter halt. Keine Ahnung, war halt affenglatt, also es hat halt die ganze Zeit geschifft auf der Straße. Und dann kam mir da halt einer entgegen gelaufen und ich bin halt nur eine ganz kleine Kurve gefahren, also wirklich halt minimal. Und ist mir halt voll das Vorderrad weggegangen, so ein bisschen offen. Also, ja, es sieht jetzt vielleicht ein bisschen schlimmer aus, wie es ist, aber Hüfte ist ein bisschen. Ja, hab ich. Ja, nee, ich glaube, also ich muss halt mal gucken mit der Schulter, das ist das Einzige, was mir jetzt irgendwie Sorgen macht. Die Hüfte, ja, ist halt ein bisschen geprellt und der Radschuh ist ein bisschen was abgekriegt, aber sonst. That is one of the reasons why I'm definitely ready to retire. Because there's always this thing where in an instant all your preparation, all the hard work you have put into this is going down the drain. And then it's all gone. You get a little bit of a fever or whatnot, picked up on the airplane, and yeah, half a year of preparation is just gone. And I realized how lucky I've been throughout my career. I mean, I never had to skip a Kona. That was one of the things when I came back and I realized that I actually have been pretty lucky with the crash, because I could have easily broken my wrist or, you know, crashed on the shoulder so bad that I would not have been able to swim. You know, it's not like just doing a bike ride. I mean, especially if you're running, my hip is still a little bit sore, and it could have been, I mean, it was just so close to finish my career with a DNF. No, I'm definitely not aware that it's the last time. Sometimes I just have the feeling it's just the same routine as it always has been. You know, it just keeps continuing. I'm not telling myself, oh, this is the last coffee I had before the last coffee on race morning and stuff like that. I think that's not the way. But yeah, like you said, earlier this morning when I did my last swim and I realized, okay, this is it. The bell is ringing. My last training swim as a professional athlete. That's definitely something pretty crazy. And then you look, I definitely took it a little bit easy at the swim and just started thinking about all the pools I've been swimming in and all the lakes I've been swimming in my whole career, everywhere in the world. And yeah, then it definitely feels big. Es ist oft so, dass wir heute immer probieren, alles probieren, Langeweile zu vermeiden. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass halt Langeweile oft zu was total Tollem führt. Ja? Weil erst wenn du Langeweile hast, gibst du halt dem Hirn mal die Gelegenheit, wirklich frei zu wandern. Ja? Es ist immer borderline Weltklasse in irgendetwas zu sein. Und damit fallen immer auf der einen Seite Dinge runter und auf der anderen Seite leuchten andere Dinge ganz besonders hell. Und das ist eine Entscheidung, das so zu machen. Dann entstehen dann irgendwelche Treiber, weil du Dinge so gemacht hast und die haben zu gewissen Erfolgen geführt, ja. Und das ist ganz wichtig. Hey guys, short break. Take a deep breath. It's René, the filmmaker of the Discontinued series. First of all, thank you for watching. It was a pleasure to inspire you the whole year. And now I just want to introduce you to the book. You can see it, it's with a mirror. Let Go Now, it's a book with 240 pages about Sebi's last year, with 12 chapters, with all ups and downs he had, with really, really intimate images you usually never see of a pro athlete like Sebi is and was.
It was a pleasure to follow him, and it was a pleasure to do this book, because this book is, of course, for Sebi, but it's for you. That's because why I made this mirror. It's that you see yourself and think about what is there in your life you can or have to let go to take the next step, to go and chase your dreams. I think there's always a topic, always something within us we have to let go to make space and room for new things. That's what I wrote in this book. In the book of the story, we are all connected. We are all on the same path with different stories and different topics, but we are all connected and have the same doubts and anxieties, the same challenges. This, it doesn't matter if you are Ironman world champion or just a random guy like me doing photography or filmmaking. This book is for you. You can buy it here in the upper left corner. Follow the link to my webpage. I think many of us should have one like this because it's super inspirational. Just lay it somewhere, open it, whatever you want. Go to a chapter and you'll see the images every time from a different angle, different perspective. That this book is really made for you. Or just go down in the description below. You'll find the link there as well. Thanks for watching, and now enjoy the rest of the series. That's at least a second per 100 meter on a swim, and maybe 5-6 watts on the bike. Nicht nur in diesem Jahr, sondern ganz generell. Also bin ich immer schon ein großer Zweifler. Ich sage das auch so oft, wenn du an der Startlinie stehst und du hast keine Zweifel, was deine Vorbereitung angeht bei einer Langdistanz, dann sind die Chancen relativ hoch, dass du es völlig übertrieben hast mit der Vorbereitung. Ja. Die meisten Menschen kommen deswegen, oder die meisten Athleten kommen deswegen in so ein Übertraining und so weiter rein, weil sie wollen einfach an der Startlinie stehen und keine Zweifel haben. Ja. Weil das einfach was ist, was viele Leute, mit dem viele Leute nicht umgehen können. Und bei mir ist es überhaupt nicht so. Also ich glaube, ich habe das immer probiert, positiv zu interpretieren und mir halt zu sagen, also das Erste ist schon mal, wenn du nichts anzweifelst, ja, dann lässt du einfach nicht die richtigen Gedanken zu. Die unterdrückst du dann halt. Aber wenn du halt ehrlich bist zu dir selber, dann wirst du immer irgendwo Zweifel haben. Das zeigt dir aber nur, dass du immer noch irgendwo Potenzial hast, auch besser zu werden. Just as always, nervous, but yeah, good, yeah, definitely, probably a little bit more emotional than usually. Oh, man. Ja, und ich habe nicht nur gehofft, ich habe halt wirklich alles ausgeblasen. Also das war, ich will nicht sagen, es war alles wie immer, aber es war eigentlich, ja doch, eigentlich war alles wie immer. Also ich bin über die Ziellinie gelaufen, habe gedacht, fuck, verdammte Scheiße, wirklich irgendwie wegen halt 15 Sekunden jetzt das Podium da verpasst. Und da hat, in dem Moment war das nicht anders wie in irgendeinem anderen Rennen auch. Das war jetzt nicht irgendwie, da ist nicht die Himmelspforte aufgegangen und auf einmal habe ich gewusst, so, ah ja, jetzt ist ja alles vorbei, ist ja wunderschön und so. Und thanks, you too. An inspiration, everyone. Thanks a lot. And a great day in the camp. Looking up, really good one. Thanks.
Lambo vorne dran bleibst, solange du so weiterläufst, wird es was, Sebastian, okay? Let's go! Eine letzte Runde! For Fred Sebastian Kimmy, his last dance here at Mazda Ironman Cozumel. Well done, Sebastian, well done. Sonst wäre es so gewesen, dass ich mit dem Resultat meine ganze Offseason mich motiviert hätte. Das wäre über Monate hinweg, hätte ich an die 14, 15 Sekunden gedacht. Und in jedem Training, wo es irgendwie hart wird, hätte ich daran gedacht, dass ich da irgendwie Vierter geworden bin. Und was ich irgendwie alles besser machen kann. Und das ist natürlich einfach so eine Erleichterung, dass du es halt nicht mehr hast. Also jetzt ist halt, wie ich schon gesagt habe, gucke ich halt nicht zurück und denke so, scheiße, ey, irgendwie vierter Platz, sondern da denke ich mir, hey Cozumel, das war einfach echt ein cooler Trip irgendwie. Wir waren eine cool, die Gruppe war cool und ja, wir hatten eine coole Unterkunft und irgendwie, sind viele schöne Sachen, an die man sich dann halt zurückerinnern kann. Es ist tatsächlich so, dass er das gebraucht hat, diesen Tag X, an dem es tatsächlich vorbei ist, sodass er sich vor allem mental darauf vorbereiten kann, dass jetzt dann irgendwann Schluss sein wird und er auch genau weiß, wann das ist und dass er nicht jedes Jahr am Ende der Saison überlegen muss, mache ich jetzt noch ein Jahr, ja oder nein und dass er da so ein bisschen in die Seile hängt. Also ich denke, ja, es war für ihn der richtige Weg und ja, es ist mit Sicherheit für die meisten Athleten nicht der richtige Weg. Welcome back, Sammy. Welcome back. Don't call this a comeback. It ain't one. Oh. Mama. Und die bezahlen auch noch dafür. That's what a daughter of one of my very good mates that I shared a lot of races with said when she exited the plane and realized for the first time those 4,000 people that are racing in Hawaii are not all professional athletes and getting paid for what they do. Soll ich dein Bike auch einholen? Ja, gern. Ist ja jetzt dann quasi bald nicht mehr mein Bike, deswegen. Aber es war schön, es lief gut. Was, by the way, I mean, it's not really a triathlon, or it's not just not really, it's not a it wasn't a triathlon, but despite not having a warm-up swim, it was the fastest bike split of my career for the very last one. Hey Ronny, guten Morgen. Zuallererst mal mega vielen Dank für den ganzen Support in den letzten paar Jahren und ja, nicht nur als Manager, sondern auch als Freund. Es ist vollbracht. klar, scheißt mich ein bisschen an wegen der verdammten 14, 15 Sekunden. Die jetzt irgendwie gefehlt haben, nochmal ein Podium zu machen, aber ich habe wirklich alles rausgehauen, was drin war und ja, dementsprechend bin ich happy, dass ich nochmal ein richtig hartes, gescheites Rennen gemacht habe. Das sorgt irgendwie dafür, dass ich da mit mir selbst im Reinen bin und ja, auch wenn es für die Außenwelt jetzt vielleicht nicht so wichtig war, für mich war es irgendwie echt wichtig und auch, dass ich mir irgendwie nochmal bewiesen habe, dass ich da immer noch vorne mit dabei sein kann, auch wenn es jetzt keine Rolle mehr spielt, aber genau. Absolut. Das ist so ein Moment, da schnallst du irgendwie so, ey, Junge, einfach Wahnsinn. Ja. Also wirklich, wenn ich mir das überlege,
wo ich hergekommen bin. Ich glaube, ganz viele, die hätte schon relativ früh in seiner Karriere vielleicht auf die Stimme gehört, die sage, ja, jemand, der so schwimmt wie du, der wird sowieso nie an die Weltspitze schaffen. Und er ist da trotzdem immer seinen Weg gegangen und hat sich da nie irgendwo beirren lassen. Ich hatte so viele Tage, wo ich als, sag ich mal, einfach normal wahrgenommen habe, wofür ganz viele andere Menschen der schönste Tag in ihrem Leben gewesen wäre. Ja. You know what I mean? Is here. Let go now. It's a pretty sick one. As sick as the bag of memories I created in this year. And every time when I just put on a random page, it makes myself either smile or remember how I felt in that moment. And I hope it does the same to you. May it inspire you. And yeah, you'll see all the ups and downs I had in condensed in this 1 year. Full with all the memories of my last year as a professional triathlete. I hope you'll be inspired by it. Just check the link below with all the information. That's where you can order it.